Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Proteste in Russland. In vielen Städten des Landes wurden bereits mehrere hundert Anhänger des inhaftierten Regierungskritikers Nawalny festgenommen. Die Proteste sind unter Verweis auf die Corona-Pandemie nicht genehmigt. Die Demonstranten fordern unter anderem die Freilassung Nawalnys. Giffey schlägt Ampelsystem für Kita-Öffnungen vor. In der Bild am Sonntag nannte sie dafür drei Kriterien: die Zahl der infizierten Personen, die Zahl der Erzieher in Quarantäne und die Zahl der Kinder in Quarantäne. Corona-Zahlen sinken weiter. Dem Robert-Koch-Institut wurden binnen 24 Stunden 11.192 neue Fälle gemeldet. Gut 1.000 weniger als vor einer Woche. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg um 399. Erneut Proteste gegen Premierminister Netanyahu in Israel. Hunderte Menschen gingen in Jerusalem auf die Straße, um seinen Rücktritt zu fordern. Es kam zu Auseinandersetzungen mit der Polizei. Netanyahu wird Korruption vorgeworfen. Er ist wegen Betrugsuntreue und Bestechlichkeit angeklagt. Sieg für Leipzig im Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga. Der Tabellenzweite gewann am Abend gegen Leverkusen mit 1:0 durch ein Tor von Ngoku. Die Leipziger bleiben damit erster Bayern-Verfolger. Leverkusen rutscht vorerst auf Platz 4 ab. Das Wetter heute im Norden und in der Mitte nach Auflösung von Nebel- und Hochnebelfeldern oft sonnig. Im Süden und Südwesten viele Wolken und hier und da etwas Regen oder Schnee. Höchstwerte -4 bis +8 Grad.